Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, es ist so 5 Uhr nachmittags, glaube ich, und wir machen hier eine sogenannte Poolparty, kleine Feier, Grillen, wie auch immer. Also im kleinsten Kreise ist noch die Koi mit der Familie da, die Kinder und unsere Jailet. Ja, und die Kinder haben natürlich ihren Spaß im Pool und wir Erwachsenen, ja, ein bisschen Musik hören, ein bisschen grillen. Curry hat meine Frau auch noch gemacht und so lassen wir den Tag heute ausklingen, weil ja heute die Leute haben frei. Das ist ein Feiertag hier in Thailand und ja. Okay, schauen wir uns doch mal an, was die Kleinen hier machen. So, da sind sie ja schon. Immer auf der Treppe, weil die... Wie ich schon sagte, es ist tief für die. Wenn sie nicht gerade schwimmen, müssen sie halt irgendwie am Rand herumhängen. Die Wanmai und die Lada, ne? Ja. Das Wasser ist ein bisschen, hat eine komische Farbe, weil ich habe ein bisschen Chlor reingetan in der Früh. Und deshalb ist das jetzt so halt. Aber gut, das klärt sich später wieder. So. Unsere Ayolette relax da. Die Koi hat sich die Haare machen lassen. Und dann haben wir da unsere Mimi. Das ist meine Frau, die hat das letzte vorbereitet fürs Grillen, so Fleischspieße, irgendwas. Oh ja, da haben wir auch Garnelen. Wie gesagt, es ist noch nicht so weit, das wird erst alles mal vorbereitet. Und hier haben wir ein Curry. Oh, das sieht lecker aus, Leute. Also das Curry. Ah ja. Okay. Und da ist der County Pet und ja beim Grillen. Ja, okay. Und da sind schon ja fast fertig die Fleischspieße. Sieht alles sehr lecker aus. Und später machen wir auch Musik. Ist die Anlage schon dort? Ach, der Akin, den hätte ich jetzt fast vergessen. Hey, Akin! Aber wenn ich jetzt die Musik laufen lasse, kriege ich dann nachher Ärger mit den Urheberrechten und so. Deshalb. Aber jedenfalls, Musik haben wir, ist auch dabei. So, Leute. Also, kleine Party im kleinsten Kreise halt. Wie gesagt, nur die engsten Verwandten. Der Koiermann ist leider nicht hier, der muss arbeiten. Ich weiß nicht, wieso das so ein bisschen komische Farbe hat, das Wasser, aber gut. Das ist... Das wird sich schon noch. Man muss halt, ich habe Chlor reingetan schon in der Früh und man muss da halt auch Chlor reintun, sonst ja, ohne Chlor, wie ich schon sagte, geht das gar nicht. Ne? Okay, dann die Hunde sind auch immer in der Nähe. Man sieht es, Leute, ist immer was los bei uns. Es wird nie langweilig. Ne? Okay. So, unsere Mimi darf natürlich nicht fehlen, die ist auch da, klar. Der Akin, der hat es mit dem Fahrrad, der will nicht ins Wasser. Irgendwie, ja. Akin, ey! So Leute, und hier draußen ein sehr schöner Ausblick, ne? Man sieht die Reisfelder jetzt, schön langsam werden die reif, ja, und da geht die Sonne unter, ich weiß nicht, ob man das sieht, so einen roten Punkt, glaube ich, gehe mal kurz auf die Terrasse, da sieht man es besser.
Ich bin froh, dass der Kang da beim Griller ist, sonst müsste ich das machen. Und ja, wir waren ja heute auch in der Früh schon am Mark. Und ja, ich bin auch ein bisschen müde, oder wie soll ich sagen, ich habe eigentlich keine Lust. Ja, okay. Mal sehen, ne, das ist ein bisschen bewölkt. Also kein schöner Sonnenuntergang, aber man sieht es ein bisschen. Einen roten Punkt da, ja, wo die Sonne dann untergeht. So. Schauen wir uns das Ganze noch mal von oben an. So Leute, jetzt kann man natürlich auch auf der Terrasse sitzen, weil es ist nicht mehr so heiß. Ist auch ein sehr schönes Plätzchen hier, ne? Mein Springbrunnen, da habe ich vergessen, mit Wasser zu befüllen. Na gut, jetzt ist eh zu spät, werde ich dann nachher machen. Okay. Ach, die sind schon draußen aus dem Wasser, die Kleinen. Ja, es geht jetzt auch gleich zum Essen. Ist auch der Tisch gedeckt. Strom ist ja auch da. Es wird ein bisschen gefeiert, bis es dunkel wird. Ah, die grillen da auch Garnelen jetzt, ne? Oh, da ist ja schon fast fertig. Ach, sieht eigentlich gut aus. Ja, ja, Aroi. Okay, dann meine Frau ist beim Tischdecken. Und ja, vielleicht noch ein kurzer Blick hier zum Teich. Das Gras wächst wie verrückt, aber gut, jetzt, wenn es so kurz ist, kann man das mit dem Rasenmäher, das geht dann ganz schnell. Ja, da hört man auch schon die Vögel. Das Gezwitschere, die Insekten. Ich hoffe, dass man es hört. Es ist schön hier draußen, Leute. Also mir gefällt es. Der Isan, ja, man muss ihn mögen, aber hat was, hier draußen zu leben. Manchmal ein bisschen, ja, langweilig, ein bisschen einsam, aber geht lieber so als zu laut, zu stressig. Okay. Ah ja, das Curry, Leute, das sieht doch schön aus, ne? Ah, das isst man auch mit Nudeln, kann es aber auch mit Reis essen. Also ich esse es mit Reis.
Ich bin kein Freund von Nudeln. Kanom Jin. Kanom irgendwas, ja, okay. So Leute, wie das duftet, ne? Und fast schon fertig. Ne, man sieht's. Also wie gesagt, ist der Kanger-Grillmeister. Ich tue da nur ein bisschen, ja, das Ganze mir ein bisschen anschauen. Okay. Und ja, das war's dann auch schon wieder mal für heute. Euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss. Ja, wen haben wir denn da? Hey, Akin, look. Say.